Ja, und hier nochmal Franziska Luschas. Vielleicht ist den einen oder anderen aufgefallen, falls Sie es sehen, was ich da um Handgelenk rum habe. Das ist ein Gummi, ganz normaler Gummi. Und der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, hä, für was denn das? Das schaut ja nicht mal gut aus. Ist auch nicht zum Gutausschauen gedacht. Ich bin da eher praktisch veranlagt. Ja, und das habe ich häufig auch in Therapien, im Coaching, dass ich diesen Gummi um meinem Handgelenk habe und vielleicht weiß es der eine oder die andere von Ihnen, für was das gut sein soll. Und wenn ich es auf dieser Seite lang genug getragen habe, beziehungsweise nicht mehr merke, dass da was ist, dann mache ich es auf die Seite. Und wenn ich am Computer sitze und E-Mails beantworte und Handouts überarbeite oder Beiträge schreibe oder andere Sachen mache, dann habe ich das manchmal auch so zwischen den Händen gespannt, ja, so ganz komisch. Und es ist ungewohnt, mit diesem Gummi zu schreiben. Weiß vielleicht der eine oder andere, für was ich das habe. Genau. Das ist die praktische Umsetzung von Eckhart Tolle. Ins Hier und Jetzt kommen. Ja? Das ist eine Art Erinnerungsanker, der mich daran erinnert, ins Hier und Jetzt zu kommen. Weil ich bin auch nur ein Mensch und ich bin nicht die ganze Zeit bewusst. Vielleicht zu 10, manchmal zu 20, manchmal zu 80% und manchmal nur zu 5% oder gar nicht. Und das ist eine Übung, ein Anker, eine Hilfe, wie Sie, dass Sie daran denken, zu atmen, bewusst, ja, Ihre Stimme zu hören, der Stimme im Kopf zu lauschen, den Boden unter Ihren Füßen zu spüren. Oder ab und zu, wenn Sie mal am Computer sitzen, ja, dieses, den Gummi zu spüren, ah, ich wollte mich nicht reinziehen lassen in das, was ich gerade lese oder in diese Dokumentation. Alles klar, wieder den Boden spüren, wieder ins Hier und Jetzt kommen. Okay, da ist der Film, ich ziehe mir die Information raus, da sind meine Emotionen, alles klar, aber ich bin nicht meine Emotionen, ich bin nicht die Geschichte, ich kann noch kritisch denken. Ja, das ist mit Bewusstsein gemeint. Das können Sie üben, wirklich mit so kleinen Erinnerungshilfen. Und wenn Ihnen das zu einfach ist oder zu hässlich ist, dann, ich habe eine Klientin, die mag keine Ringe. Und die hat einen Ring, einen dicken Ring hat die drum und der nervt sie so sehr. Aber sie nimmt das jetzt nicht, um in den Widerstand zu gehen, sondern sie erinnert sich selbst in Besprechung dran, hey, da ist der Ring, den drehe ich gerade. Oh, ich bin angespannt, alles klar. Ich werde jetzt mal innerlich den 10x-EFT-Prozess anwenden oder was auch immer. Bewusstsein heißt, ich höre den Sprecher von der Konferenz, von der Versammlung, aber trotzdem spüre ich noch den Boden, ich spüre meinen Atem. Ja, solche Dinge nicht ganz reinziehen lassen, sodass ich angespannt bin, muss an die Fingernägel kauen oder sonst irgendwas. Das ist mit Bewusstsein gemeint, im Hier und Jetzt. Oder Sie können auch Ohrringe reinmachen. Das ist auch erstmal ungewohnt. Die merke ich jetzt nicht mehr. Aber manchmal habe ich Kreolen, die sind länger und die bändeln dann an meinen Hals hier. Und dann merke ich, ah, alles klar. Und das schaut auch noch gut aus. Und das könnten Sie beispielsweise auch nutzen. Oder wenn Sie nie einen Gürtel drum machen, machen Sie einen Gürtel drum, verlassen Sie auch Ihre Komfortzone und nehmen Sie solche Erinnerungshilfen, weil wir sind alle nur Menschen. Und das ist auch ein praktischer Hinweis, wie Sie dran denken können, um ins Hier und Jetzt zu kommen und Stückchen weit, Schritt für Schritt, Bewusstheit, mehr Bewusstheit in Ihrem Leben aufzubauen. Setzen Sie es um. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.